Warnung, die nachfolgenden Szenen dürfen unter keinen Umständen nachgemacht werden. Es droht Lebensgefahr. Wir distanzieren uns von jedem Vandalismus. Wir hinterlassen die Orte stets so, wie wir sie auch vorgefunden haben. Wir nehmen nichts mit und zerstören auch nichts. Das Begeben auf verlassene Orte ist auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung. So, die Tür steht schon wieder auf für uns. Was machen wir? Wir gehen einfach rein. So, ihr Lieben, wir sind jetzt beim zweiten Objekt. Ich hoffe, das wird wieder nicht so spannend wie gerade. Doch, ja. Ich hoffe schon. Nee, bloß nicht. Nein. Leute, bleibt dabei. Bis gleich. Ja, genau. Abchecken, ne? Das Beste kommt natürlich immer zum Schutz. Richtig. So ein Videoband hier. Ja. Hier nicht. Ah, das sieht geil aus. Guck mal. Mit dem mit einem schönes Fotomotiv. Dann lasse ich dir mal den Vortritt. Ah, hier liegen Laufwerke. Das waren, ich denke mal, das waren Datasetten. Videokassetten meinst du? Nee, für Computer irgendwie. Okay. Ganz alten, mit Bänder halt. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen. Und das ist das nämlich auch. Das ist ja. Guck mal, Spielautomaten. Auch nicht schlecht. Ich glaube, die Leute, die scheißen einfach ihren Rick hier. Super Multi-Elf, ich vermute das auch. Da hinten noch einer. Hier haben wir ein altes, kaputtes Fahrrad. Alte Reifen, ein Teil von einem Kohlegrill, eine Garderobe, ja. Oh, guckt euch das mal an. Die sieht geil aus. Mega! Richtig urig. Da ist noch eine, Leute. Da ist eine ganz einfache mit Hörn. Ja, genau. Ja, das wird doch mal ein schönes Fotomotiv. Mega. Hier riecht das überall nach Öl, ne? Ja. Das mit der Tür? Nee, das, ne? Das da. Das auch. Wir sind in Lost Place. Hau rein. Hau rein. Das erschreckt schon, ne? Ja. Du weißt, dass da auf einmal Leute sind, das entspannt aber ein bisschen. Ja. Und dann braucht man halt, was filmt man da? Was fotografiert man da? Alles. Alter Staubsauger, alte Reifen, alter PC-Monitor, also auf jeden Fall. Umso mehr, ne? Ja. Das auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Wir gucken erstmal hier.
Ich sehe auch so verbrannt. Oh ja. Pass mal raus. Diesen, oder? Ja, diesen Kopfstoff. Ja, PC auseinander gepflückt. Ja. Monitor in allem zertrümmert. Oh. Der Boden ist tricky. Ja. Hier war die Verwaltung. Ja. Oh, das hat ein alter Rechner. Ah, da scheiße. Pentium 1. Benji war auch hier. Auch noch Öl. Riechst du das? Diesel. Guck mal. Oh, eine ganz alte Zeitschrift. Nee, da gehe ich mal lieber weiter. Ja, das war hier der Stall. Von da hinten sind wir gekommen. Ja. Was gibt es da hier oben? Das ist eine halbe Pulle hier. Dann wächst du, ne? Ja. Hier lässt es sich nächtigen. Ja, deine Couch auch schon der Fernseher. Ja, nur der Fernseher, ne? Boah, hier riecht das extrem. Wir brauchen nicht mal die Treppe hoch, ne? Ja, guck mal, die Schuhe. Guck mal, das Schuhbrett. Eine Tafel. Jo, eine Schultafel. Da haben wir wieder Toilette und Dusche. Ja, ich hoffe, ja. Hier geht's runter in den Keller. Ist aber ziemlich verwinkelt hier. Da haben wir ein Fenster mit der Leiter. Und eine heißmangelnde alte. Guck mal. Seit wann steht das leer? Was wurde gerade gesagt? 16? Gehen wir mal von 16 aus, ne? Ja. Sehr schöne Treppe. Da liegen überall Wäsche hier. Da war die Küche hier. Abrechnung. Abrechnungsbuch, Vieh- und Vorräte. Rechnung. Jahresabschluss. Wunderbare Sachen. Das Buch. Kinderzimmer hier. Oh.
Oh, das habe ich auch schon mal gehabt. Nicht mit Absicht. Der Boden, der knackt. Ja. Aber nein, das war diese Luftpolster. Oh, hier hat sich aber jemand eingerichtet. Luzis Mondkalender. Ja, das waren noch die guten Zeiten von denen hier. Guck mal, hier geht die Treppe wieder nach unten. Das habe ich gerade schon von unten gesehen. Also hier hat sich jemand Heu hingelegt. Vorsichtig. Da fehlt eine Stufe. Okay. Spielzeug, so eine Achterbahn. Kinderzimmer. Ja. Oh, mit einer Sauna. Ja. Dusche. Das war die Sauna mal. Ja. Da steht nämlich der Aufgussofen oder wie das Ding heißt. Ja. Aber wenig Geld, die hier wollen. Wir sind jetzt durch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war sehr spannend. Ja. Bis auf den einen Bauernhof, wo wir rennen mussten. Ne? Aber hat Spaß gemacht. Hat super Spaß gemacht, Leute. Auf jeden Fall, ja. Das gehört dazu. Ja, also so einen Nervenkitzel hatte ich schon lange nicht mehr gehabt. Also. Und ja, wolltest du auch noch was sagen? Klar. Bitte schön. Tomek, danke für den wundervollen Tag. Es waren super Places heute. Vielen Dank. Wir hatten richtig viel Spaß. Das und fand ich auch, ja. Ich hoffe, bald noch auf weitere sein. In Zukunft. Ne? Ja. Du machst richtig tolle Videos. Dankeschön, weiter. Vielen Dank, auf jeden Fall. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Tschüss!